Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns noch an der Goldküste und hier gibt es ja zumindest zwei Quests noch, die ich mit euch noch machen möchte. Und zwar befinden wir uns gerade hier oben vor Quatsch. Das ist hier oben. Und ja, da werden wir jetzt erstmal reinlaufen und mal schauen, Jemand ob hat einen wir. magischen Talisman gefunden, der es der Löwengarde erlauben wird, in Angoffs Festung einzudringen. Das ist ja toll. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Grobe Unterhaltung für Narren und Verräter. Ihr wollt mich nicht verbringt lieber mehr Zeit in der Kathedrale. Tiefer? Sollte die nicht eigentlich hier sein? Moment. Einträchtige Zusammenarbeit, das ist da hinten. Wie kann sie denn tiefer sein? Oder ist das dahinter? Schauen wir mal eben. Ich weiß nämlich auch nicht so hundertprozentig, wo das Ganze beginnt. Nö, tiefer heißt anscheinend irgendwo hier drin. Ah, ja. Es muss einen Weg geben, sie zu überzeugen. Dieses sture Ding. Wenn das mal nicht komisch ist. Ich habe gerade an euch gedacht. Was führt euch in diese fromme Stadt? Nein, wartet. Antwortet mir darauf nicht. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Wenn ihr andererseits an etwas Schabernack interessiert seid, dann könnte ich eure Hilfe brauchen. Was schwebt euch vor? Oh, wir bringen bloß Großkantor Surus und seine Gemeinschaft des Drachen in Verruf. Sie behaupten, ein religiöser Orden zu sein. Aber sie sind nur ein Kult, der es mit seiner Liebe zu Akatosh etwas übertreibt. Und wer ihren Glauben in Frage stellt, verschwindet oft einfach spurlos. Was schert euch ein Kult? Gar nicht. Bis meine Schwester Jocelyne sich ihm angeschlossen hat. Sie hat keine Ahnung, was Surus den Leuten antut. Nehmt diese Notizen und predigt das Wort Boethias in der ganzen Stadt. Sobald euch der Großkantor wegen Ketzerei festnehmen lässt, wird meine Schwester merken, wie er euch behandelt und dann den Kult verlassen. Wenn ihr meint, dass es hilft, verbreite ich gerne ein wenig Ketzerei in der Stadt. Wie in alten Zeiten. Hiernach geht der erste Humpen auf mich. Nun geht und verbreitet das Wort Boethias unter den Initianten des Kults. Sobald man euch festsetzt, zeigen wir meiner Schwester, wie Surus jene behandelt, die ihm widersprechen. Verschwindet zwischendurch nur nicht spurlos. Wie wird meine Festnahme eure Schwester davon überzeugen, die Gemeinschaft des Drachen zu verlassen? Großkantor Surus ist kein gewöhnlicher Priester von Akatosh. Er hat Freude daran, leichtgläubige Köpfe mit religiösem Unfug zu füllen. Und die Freude geht mit einer Gewaltbereitschaft einher, die so grenzenlos ist wie der Warenswall. Gerüchten zufolge schlägt er euch den Kopf ab, wenn er ihn nicht zu füllen vermag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr einen Plan bezüglich meiner Flucht nach meiner Festnahme? Einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Aber lasst uns nicht die Überraschung verderben. Wartet einfach auf mein Signal und folgt mir nach. Und jetzt geht er raus und verbreitet etwas Ketzerei. Ich kann es kaum abwarten, endlich zu sehen, wie sich die Initianten der Gemeinschaft winden. Wie kam es dazu, dass sich eure Schwester einem Kult von Akatosh angeschlossen hat? Wer weiß schon, warum eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens alles einfach wegwirft, um sich mit einer Bande religiöser Eiferer zusammenzutun. Ich schätze, es könnte mit diesem einen Auftrag zusammengehangen haben, der etwas aus dem Ruder lief, als ich Jocelines besten Freund umbringen musste. Ihr habt den besten Freund eurer Schwester umgebracht? Ich fürchte, ich hatte keine andere Wahl. Einer meiner Rivalen heuerte ihn an, um uns bei einem gemeinsamen Treffen zu ermorden. Ich erfuhr zu spät von seinen wahren Absichten, um die Einladung noch auszuschlagen. Ich überlasse meinen Feinden nie den ersten Zug. Ich bereitete ihm ein Ende, bevor er uns ein Ende bereiten konnte. Also verließ sie euch und schloss sich dem Kult an? Jocelyne hat mich gehasst, hat ihn gehasst, hat das Leben an sich gehasst. Sie beschloss, dass Piraterie nichts für sie wäre. Sie wollte sich einem höheren Ziel verschreiben. Unglücklicherweise ist dieses höhere Ziel noch viel schlimmer als die Piraterie. Es versteckt das Morden hinter einem Vorhang aus Religion. Erzählt mir mehr über Großkantor Surus und die Gemeinschaft des Drachen. Großkantor Surus ist ein hochrangiger Priester der Kathedrale, der nur Primas Artorius unterstellt ist. Er rief die Gemeinschaft für religiös Interessierte ins Leben, die sich noch nicht reif für ein Priesteramt fühlen. Sie behaupten, sie hätten sich Akatosh und seinen Lehren verschrieben. Und das ist etwas Schlechtes? Nur wenn man glaubt, Akatosh verlangt nach der Enthauptung von Leuten, die der Großkantor nicht leiden kann.
Ich würde ungern den Kopf meiner Schwester auf dem Hackklotz sehen, sobald sie einmal einen Befehl nicht befolgt. Nichts gegen Religionen, aber dieser Kult ist nicht das Richtige für meine Schwester. Und das ist alles? Nun, wer sich der Gemeinschaft anschließt, wird von seinen Freunden und seiner Familie abgeschnitten. Und wer austreten möchte, der verschwindet einfach. Niemand weiß übrigens, wo diese Leute ableiben. Oh, und die geheimen Enthauptungen hatte ich doch erwähnt, oder? Erinnert mich irgendwie sehr an Scientology. Ja, Larissa, wer sie nicht mehr kennt, ich meine mich zu erinnern, dass wir sie in Stross im Kai gefunden haben. Dass da unsere Geschichte begonnen hat, als wir ja, Piraten anheuern mussten. Die Großpredigerin, vor ihrer Zeit zu Akatosh abberufen. Mögen Akatosh und die Göttlichen euch heute und an allen Tagen mit einem Lächeln betrachten. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch von der Gemeinschaft des Drachen erzählen. Boetia verkündet, dass nur Narren und noch einfältigere Gestalten zu den Göttlichen beten. Wie könnt ihr nur solche Dinge sagen? Haha! Monster! Selber Monster! Verzweifelt nicht. Akatosh wacht über uns. Immer. Erhebt die müden Häupter und preist ihn. Boetia sorgt sich um all jene, deren Herzen voller Zielstrebigkeit und deren Leben voller Taten ist. Wie könnt ihr so etwas in der heiligen Stadt laut aussprechen? Im Glauben bleiben, davon meine wird Freunde. Der Großkantor erfahren. Ja, hoffentlich. Ach, da hinten ist der Vierte. Ja, jetzt sehe ich es auch. Hallöchen. Hallo? Wieso redet die nicht mit mir? Möge Akatosh euch segnen, Außenstehende. Was führt euch in unsere bescheidene Siedlung? Ich bin gekommen, um das Wort der wahren Macht zu verbreiten. Das Wort Boetias. Lasst mich euch davon berichten. Ich höre mir doch nicht die Lügen von Daedra-Anbetern an. Ich rufe den Großkantor. Der kümmert sich um euch. Ich komme mir vor wie so ein Narr, der hier durch die Stadt läuft irgendwie. Fürst Akatosh, der Drachengott der Zeit, bringt Feuer in der kalten Nacht und Licht in die Tiefen der Finsternis. In der Gemeinschaft des Drachen ist auch Platz für euch. Ihr müsst es nur sagen. Das Wort ist Boetia. Will meinen, Boetia ist besser als Akatosh und die anderen Göttlichen zusammen. Das ist mehr als genug Gotteslästerung für einen Tag. Der Großkantor will ein Wort mit euch wechseln. Moment. Sprecht mit Leutnant, wieso ist der jetzt? Hier unten soll ich mit jemandem sprechen, aber hier oben? Hier oben steht die. Hä? Muss ich das verstehen? Eure üblen Worte werden Folgen haben, Ketzerin. Der Großkantor hat befohlen, dass ihr vor ihn treten sollt. Stimmt etwas nicht? Ob etwas nicht stimmt? Ja, natürlich stimmt etwas nicht. Ihr predigt den frommen Initianten der Gemeinschaft des Drachen die Lügen Boetias. Das kann der Großkantor nicht zulassen. Und ich genauso wenig. Er befiehlt euch, vor ihm in der Kammer der Buße zu erscheinen. Warum fürchtet der Großkantor die Worte Boetias? Der Großkantor fürchtet nichts. Am allerwenigsten einen Daedra, dessen jämmerliche Macht neben der des Drachengottes verblasst. Und nun geht zum Großkantor und stellt euch eurem Urteil. Oder ich schneide euch gleich hier die Eingeweide raus. Wohlan, statten wir dem Großkantor einen Besuch ab. Eigentlich müsste ich mein Kostüm ändern. Leutnant, wie hat diese Ketzerin den Drachengott gelästert? Das Wort Boetias wurde gepredigt. Blasphemie kennt nur eine Strafe, die Enthauptung. Was? Ist das nicht ein wenig extrem? Ihr wagt es, an Akatoshs Willen zu zweifeln? Im Buch von Akatosh steht nirgends etwas von Enthaupten. Ruhe, Initiantin. Leutnant, vollstreckt Akatoshs Urteil. Hofftest du auf so ein Leben, Joseline? Larissa, ich hätte es wissen sollen. Ich gehe. Das klingt gut. Zeit zu gehen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr nicht alle dort abgeschlachtet habt. Ein heiliges Blutbad wäre ebenso wenig dienlich gewesen wie euer abgeschlagener Kopf. Leider ist Joseline genauso schwer zu fassen wie ich. Sie hat sich weggeschlichen, bevor wir eine Chance zum Reden hatten. Dann war also alles umsonst?
Ganz im Gegenteil. Jocelyne ist mit uns geflohen, was bedeutet, dass wir ihr genügend Anlass zum Nachdenken gegeben haben. Ich vermute, sie ist zu einem der alten Akatosh-Schreine entlang des Warenswalds gegangen. Teilen wir uns auf. Falls ihr sie vor mir findet, dann bittet sie höflich, an Ort und Stelle auf mein Eintreffen zu warten. Ich werde bei den alten Akatosh-Schreinen nach eurer Schwester suchen. Vergesst nicht die Schreine entlang des Warenswalds und versucht möglichst wenig Chaos und Blutvergießen zu stiften. Naja. Da hinten sind die Schreine. Sehe ich jetzt gerade nur nicht auf der Karte, komischerweise. Ich war gerade am gucken, ob ich überhaupt Kopfgeld habe. Weil, ne, die haben mich ja immerhin verschleppt hier. So im Namen des Herrn sozusagen. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich glaube... Oh, nee. War das das mit diesen... Nee. Oder? Moment. Nein, ich rede einen Blödsinn. Die sind hier überall verteilt im Lande. Na super. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo hier oben hin mussten, aber nicht hundertprozentig sicher. Ich werde mich jetzt erstmal auf dem Weg dorthin aufmachen. Ich dachte, ich muss jetzt hier in das Labyrinth rein, weil da kenne ich nämlich auch noch was mit. Ich werde mich dahin aufmachen und dann werden wir uns gleich am entsprechenden Ort wiedersehen, wo ich dann... ihre Schwester auch finde. Bis gleich. Das ist nicht ihre Schwester. Wohlan, Pilgerin. Seid ihr zum Beten gekommen? Ich bin auf der Suche nach einer Initiantin der Gemeinschaft des Drachen. Eine junge Frau mit braunem Haar. Dann solltet ihr lieber weitersuchen. Ich bin schon fast den ganzen Tag hier draußen. Aber ihr seid die erste Seele, die ich treffe. So viele in Quatsch haben die alten Wege vergessen. Sie sind alle so besessen von ihrer riesigen Kathedrale. Sie haben vergessen, was es heißt, wirklich zu beten. Eine Schande ist das. Na gut, dann auf zum nächsten Punkt. Hallöchen. Darf ich mal eben etwas aus Ihrem Rucksack nehmen? Ist das eine Angewohnheit von euch? Ja. Fremde Leute an Schreinen zu belästigen? Ich suche nach einer Frau mit braunem Haar. Sie ist Teil der Gemeinschaft des Drachen. Diese Eiferer sind das Schlimmste, was Quatsch in 60 Jahren zugestoßen ist. Und ich habe 8 Kriege und die korrupte Herrschaft der Langhauskaiser mitgemacht. Wenn ihr nach mehr von ihresgleichen sucht, hört euch in Quatsch um, statt fromme Leute zu belästigen. Na gut, dann habe ich mich geirrt. Wahrscheinlich ist sie dann erst am letzten Punkt. Ich wusste, ich würde euch hier finden, Ketzerin. Sterbt! Was? Wie wo? Ja. Super. Dann mal auf zum letzten Punkt. Habe ich das tatsächlich falsch im Kopf gehabt? Ihr arbeitet für meine Schwester, richtig? Wie habt ihr mich gefunden? Nein, vergesst es. Sagt mir nur, ob ihr hier seid, um zu reden oder um mich zu töten. Wie kommt ihr darauf, dass ich hier bin, um euch zu töten? Oh, nur ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Wie etwa dieser kalte Blick in euren Augen. Oder euer endloses Gerede über die Pracht Boethias. Ist Töten nicht, was eine Jüngerin des Kriegerfürsten am besten kann? Ich versuche doch nur, euch zu helfen, da wir gerade davon sprechen. Ja, was das angeht. Ich bin mit der Gemeinschaft des Drachen fertig. Wie sich herausstellt, ist Religion wohl nichts für die Frauen aus meiner Familie. Und das gilt ganz besonders für einen irren Kult mit einem mordlüsternen Priester an der Spitze. Wie seid ihr in den Kult des Großkantors hineingeraten? Jetzt graust es mir aber wirklich vor euch. Ich könnte euch dasselbe fragen. Was habt ihr euch denn gedacht, als ihr diesen Unfug über Boethia in Quatsch verbreitet habt? Seid ihr eine Art Daedra, die sich etwas beweisen will? Seid ihr Sheogorath? Und ich könnte jetzt lügen. Ja, ich bin Sheogorath. Ich habe meinen gerissenen Plan durchschaut. Nein, ich sag natürlich nein, nur eine Freundin. Das ist eine ehrlichere Antwort, als ich erwartet hätte. Meine Schwester schickt euch, oder?
Sie konnte mich einfach nicht selbst mit dieser Sache fertig werden lassen, was? Und oh, seht nur, da kommt Larissa auch schon. Was für eine Überraschung. Ihr solltet mit ihr reden, Jocelyne. Jocelyne, Jocelyne, könntest du noch durchschaubarer sein? Meine liebe Schwester, ich wusste, du würdest mich finden. Bist du hier, um mich auch zu töten? Nein, ich dachte, ich soll euch zuschauen. Meine Schwester wird gesund und munter. Sie ist erstaunlich ruhig, auch wenn sie wütend darüber ist, was ich ihrem Freund angetan habe. Das lief besser als erwartet. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hätte Großkantor Surus Korruption ohne euch nicht aufdecken können. Gibt es sonst noch etwas, womit ich helfen kann? Das ist lieb, aber ihr habt schon mehr als genug getan. Ihr habt mir geholfen, meiner Schwester die Wahrheit über die Gemeinschaft des Drachen zu enthüllen. Sie ist jetzt sicher und unser Plan ist genau so aufgegangen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hätte Jocelyne nicht ohne eure Hilfe retten können. Vielen Dank. Und wir erhalten eine unidentifizierte Brustrüstung von Sitis Berührung. Jedes Mal, wenn du mir hilfst, kommt jemand um. Hättest du mich das nicht selbst regeln lassen können? Mir gefiel nicht, wie wir auseinandergingen, Jocelyne. Und als ich merkte, was der Großkantor vorhat... Da segelt meine große Schwester zu meiner Rettung herbei. Wieder mal. Sag mir, wie oft hat der Großkantor getötet? Mindestens 3 Mal, seitdem ich mitzähle. Ich bin noch nicht so lange in der Stadt. Also hast du jemanden zu Hilfe gerufen? Ich weiß, du bist böse. Aber er hätte dich töten lassen, Jocelyne. Das konnte ich nicht zulassen. Du musst dir um mich keine Sorgen mehr machen. Ich bin mit der Gemeinschaft und mit Quatsch fertig. Aber ich gehe nicht mit dir. Nun gut. Aber wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Ich weiß. Leb wohl, Schwester. Ach, je. Ja, wir schauen nochmal kurz nach dem Teil, was wir erhalten haben. Und zwar ist das eine Robe, die habe ich auch noch nicht. Sehr schön. So kann man sich halt die beiden Sets sehr, sehr gut zusammensammeln. Ja, und ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann, ich glaube, meine Lieblingsquest in der nächsten Folge machen können. Ich hoffe es inständig, oder es müsste zumindest eine Quest sein, die darauf hinzielt. Also das sind 2, 3 Quests, glaube ich, hintereinander. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil es klingt doof, aber es ist meine absolute Lieblingsquest hier an der Goldküste. Und natürlich die Dunkle Bruderschaft, also die fand ich auch sehr, sehr geil von der Story her. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.